Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Mein Name ist Maurice Frauen, Geschäftsführer der InnoOne, und heute geht es um das Thema, wieso eigentlich in den meisten IT-Unternehmen, B2B-SaaS-Unternehmen das Marketing nicht so richtig funktioniert und was man dagegen machen kann. Und ich zähle mal 5 Fehler auf, warum in den meisten B2B-SaaS- und IT-Tech-Unternehmen das Marketing keine kaufbereiten Leads bringt. In den letzten 1 bis 2 Jahren hat sich recht viel in der IT-Landschaft und Software-Landschaft geändert. Und zwar ist es nicht mehr so einfach, seine Leistungen oder seine Produkte zu verkaufen, wie das vielleicht noch 2020, 2021 war oder auch 2015, 16, als jeder einen IT-Dienstleister gebraucht hat oder man die neue Software gesehen hat, die das und das automatisiert oder digitalisiert und die man dann einfach kauft. Das Problem ist, dass immer mehr Konkurrenz dazugekommen ist. Das heißt, gerade die letzten 2 Jahre ist so viel neue Konkurrenz. Dann rutschen wir noch in eine teils Rezession, ja, wo wir merken, okay, es gibt einen Wirtschaftsrückgang. Die Leute sind vorsichtiger, sie entscheiden langsamer, die Sales Cycle werden länger. Und deswegen ist es viel, viel schwerer geworden für IT-Dienstleister und B2B-SaaS-Unternehmen, schnell neue Kunden zu gewinnen, ja, oder allgemein einfach den Umsatz zu halten beziehungsweise den Umsatz zu steigern, nicht in einen Rückgang zu gehen, weil einfach alles viel, viel länger dauert. Und deshalb gibt es im Prinzip 5 Probleme, warum das so ist und was man dagegen machen kann. Und das erste Thema ist, was fast alle immer falsch machen, ist, sie bieten alles für alle an. Das heißt, man ist der IT-Dienstleister schlechthin, der einfach alles für jeden machen kann. Ja, wir sind ihr IT-Spezialist. Das ist keine Positionierung. Da gibt es Tausende am Markt. Oder wir sind die Software, die und die Prozesse digitalisiert. Gibt es Tausende. Das ist keine spitze Positionierung. Ja, und es ist wichtig, dass man sich positioniert. Und zwar spitz, weil ansonsten hat man online gar keine Aufmerksamkeit. Also man bekommt die Aufmerksamkeit nicht, weil es zu unspezifisch ist. Der zweite Grund ist, dass oft Lead-Generation-Maßnahmen gemacht werden, die gar kein richtiges Problem ansprechen. Das heißt, man macht irgendwie ein White Paper, das man rausschickt, das gar kein Problem anspricht, sondern irgendwie sowas wie 3 Tipps für eine erfolgreiche Digitalisierung. Ja, klar sind diese Leads dann nicht qualifiziert, weil aus welchem Intent laden die sich das runter? Warum schaue ich mir was an? Das ist ganz wichtig zu beachten. Und wenn man das nicht richtig macht, dann kriegt man nur MQL-Leads, die niemals kaufen. Und das ist auch ein Riesenproblem von B2B-SaaS, dass die ganz viele MQLs haben, aber gar keiner davon kauft. Weil nur weil ich mir ein Whitepaper runtergeladen habe, kaufe ich keine Lösung für 10 oder 100.000 Euro. Das dritte Thema ist, man generiert Leads, aber macht kein richtiges Nurturing. Das bedeutet, man nutzt kein richtiges E-Mail-Marketing, man schickt vielleicht mal 2, 3 Mails raus. Und das war's dann. Das ist aber kein richtiger Prozess, sondern man muss das wirklich systematisiert aufeinander aufbauen. Heißt, es macht keinen Sinn, nur 2, 3 Mails rauszuschicken, dann auch noch im Namen der Firma, das sowieso im Spam landet und niemanden interessiert. Ja, es geht hier wirklich um Relevanz. Ansonsten hast du keine Relevanz im Markt. Das vierte Thema ist, es gibt keinen richtigen Vertriebsprozess. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wann ist es eigentlich ein SQL. Ja, was für Kriterien muss die Person erfüllen? Wie tracken wir das Ganze? Gibt es eine Selbstattribution? Gibt es meistens auch nicht. Man weiß gar nicht, woher die guten Leads herkommen. Und ja, meistens kommen die dann nur über Empfehlungen, aber nicht mal das kann man so richtig tracken. Deswegen ist so ein Tracking-System unabdingbar. Also das braucht man unbedingt, damit man weiß, welche Maßnahmen führen wirklich zum Erfolg. Deswegen richten wir auch immer so ein komplettes neues Selbstattributions- und Software-Attributionsmodell ein, um wirklich jeden Schritt verfolgen zu können und zu wissen, wo wurden denn Leute auf uns aufmerksam, was war der letzte Trigger, was war der erste Trigger. Und das muss man miteinander kombinieren und dann hat man wirklich Klarheit über seine Daten. Der fünfte Punkt ist, dass der Content nicht relevant ist. Das bedeutet, man macht Content, der super, ja, KI-Content nenne ich es jetzt mal, also der super allgemein ist, der keine richtigen Schmerzpunkte anspricht, der nie triggert, der keine neuen Neuigkeiten hervorruft, sondern nur alt durchgespülter Content, den niemand interessiert. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn du darüber dann keine Reichweite erzielst.
Und das sind die 5 Punkte, die du am meisten beachten solltest. Weil wenn du das in den Griff bekommst, erstens die Positionierung. Klar, entscheiden, auch wenn ihr mehrere Kunden habt, entscheidet euch trotzdem erstmal für eine Gruppe, wo ihr wisst, die funktionieren gerade richtig gut oder da haben wir super Case Studies, da haben wir tolle Beispiele. Das ist dann meistens auch das, was besser funktioniert. Dann zweitens, wenn ihr Lead Generation macht, dann bitte super spezifisch auf ein Problem, dass ihr ein konkretes Problem ansprecht. Also wirklich zu überlegen, hey, was für ein Problem hat unser Kunde, Zielkunde, zu welchem weiterführenden Problem führt das, was ist sein Job to be done und wie können wir ihm mit diesem Content Piece dabei helfen, weil dann wird es auch relevant. Drittens, die E-Mail-Marketing-Strecke, die sollte wirklich gut sein und aufgebaut sein auf den ganzen Inhalten, die ihr vorher rausgegeben habt. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wir machen das oft so, wir haben so eine 12er-Reihe und die ist psychologisch aufeinander aufgebaut. Das heißt, wir geben da wirklich hilfreichen Content raus und pitchen nicht in jeder Nachricht und nutzen dann auch mal ein Video vielleicht in der Nachricht, das wir auf YouTube veröffentlichen oder diesen Podcast und weisen darauf hin, hey, wir haben hier ein neues Thema, das könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist auch extrem wichtig, dass man das richtig macht, weil dadurch, nur weil sich jetzt jemand was runtergeladen hat, dann kauft er nicht nächste Woche bei euch. Man muss weiter mit denen arbeiten und beweisen, hey, wir haben da wirklich Inhalte, Webinare machen, mal ein Video machen und da wirklich Vertrauen aufzubauen. Dann der nächste Punkt ist das Vertriebssystem, das ist viertens. Das heißt, schaut euch da wirklich an, dass ihr wisst, wann kontaktieren wir wen im CRM. Also wann macht es Sinn, jemanden zu kontaktieren? Wie kontaktiert ihr die? Wie ist der Follow-up? Wie geht's weiter? Auch ein sehr wichtiges Thema. Und fünftens der Content. Der Content muss spezifisch sein. Und dazu solltet ihr euch wirklich überlegen, warum gibt's eigentlich unser Unternehmen? Aus welchem Grund? Wem helfen wir? Wem helfen wir richtig gut? Was für Probleme hat Zielgruppe X? Zu welchen weiterführenden Problemen führt das? Also sprecht mehr über Probleme anstatt über Features. Sprecht nicht nur über Tipps, sondern geht erst in die Probleme rein. Weil nur wenn das Problem verstanden wird, dann kann man der Zielgruppe wirklich helfen. Weil umso besser man versteht, was die Probleme sind, umso besser kann man dafür Lösungen geben, umso besser fühlt sich die Zielgruppe verstanden. Also all in all ist das wichtigste übergeordnete Begriff Zielgruppenverständnis. Und dafür muss man oder sollte man mit seiner Zielgruppe in Kontakt treten, Sachen testen, auch im Online-Marketing, ja, zum Beispiel auf LinkedIn. Was für Content funktioniert gut? Was funktioniert zum Beispiel als Lead-Magnet gut? Was funktioniert in den Videos gut? Wie können wir Lead-Demand-Generation kombinieren? Und dann wirklich am Endeffekt ja so ein Revenue-Flywheel zu haben, Marketing-Flywheel, das ständig sich gegenseitig befeuert und die ganzen Maßnahmen ineinander laufen, um sozusagen mehr Umsatz zu machen. Ja, ich hoffe, die Tipps konnten dir weiterhelfen. Nimm dir das wirklich zu Herzen. Das sind so die größten Herausforderungen oder Probleme, die wir identifiziert haben in den letzten Jahren. Und die solltest du auf jeden Fall in Angriff nehmen. Falls du Fragen hast, du weißt, wo du uns findest. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.